wie ich auf das Angebot reagiert habe, nochmal ein Teil von Köln 50667 zu sein, sprich im Rahmen eines Online-Specials. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich fand es eine sehr, sehr geile Idee, weil ich schon immer gerne mit allen Leuten da aus der Firma zusammengearbeitet habe und auch die ganzen anderen Darsteller. Es war einfach immer sehr witzig. Es war was sehr Besonderes. Und deswegen brauchte ich gar nicht lange zu überlegen, ob ja oder nein. Also von daher, ich habe mich sehr gefreut und war sehr glücklich über diese Anfrage. Warum man das Köln 50667 Online-Special nicht verpassen sollte? Ja, ganz klar. Also wer mich lange nicht gesehen hat, sollte dann auf jeden Fall einschalten. Der Zuschauer darf selbst mitentscheiden, was er sieht, was er nicht sieht. Sprich, er darf mit anklicken und den Weg danach wählen, sozusagen, was er als nächstes sehen will. Und ich denke, das ist halt was ganz Besonderes. Und das gab es halt in diesem Rahmen von einer Serie noch überhaupt gar nicht. Und deswegen sollte man das definitiv nicht verpassen, weil es sehr interessant und sehr spaßig ist. Und vielleicht auch sehr gruselig. Wie es sich angefühlt hat, nach so langer Zeit wieder vor der Kamera zu stehen und wieder ein Teil von der Familie Köln 50667 zu sein, ja, als wenn nie irgendwas dazwischen gewesen wäre oder so. Es war auf jeden Fall sehr schön, sehr herzlich, sehr toll und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und es war einfach ein Volltreffer. Warum ich mich damals entschieden habe, Köln 50667 zu verlassen, das war eine super tolle Zeit, die ich nicht missen will, aber ich wollte einfach privat einen neuen Weg einschlagen. Ich bin auf Weltreise gewesen und aus der Medienbranche einfach aussteigen wollte. Also der letzte Drehtag war sehr besonders. Ich bin ja auch mit dem Serientod aus der Serie ausgestiegen und deswegen war dann auch klar, dass eine Rückkehr eigentlich ausgeschlossen ist, außer natürlich jetzt in diesem Rahmen von einem Online-Special, als ich auch die letzte Szene gedreht habe. Ich erinnere mich noch sehr gut, da saß ich dann alleine und durfte erst mal dann auch in diese große Kamera reinblicken. So konnte ich so ein bisschen auch mit dem Zuschauer kommunizieren und mich dafür bedanken, für die Treue, die sie mir gegeben haben in der Zeit, wo ich da war und mich so toll angenommen haben und mit meiner Rolle auch sehr zufrieden waren. Und das fand ich sehr schön. Das war sehr besonders für mich. Mit wem ich von Köln 50667 heute noch Kontakt habe, ist mit Rolle Mark, mit Daniel. Er ist einfach ein cooler Hund, also den habe ich sehr schätzen gelernt. Also wir sind richtig gute Freunde geworden. Er ist einfach ein geiler Hänger. Und was ich so geil daran fand, wenn wir zusammen gedreht haben, kommen wir beide aus dem Pott. Und er hat den Pott-Slang noch mehr drauf als ich. Und es war einfach mega witzig. Was das Geilste daran war, ein Teil von Köln 50667 gewesen zu sein. Das Geilste war daran, für mich persönlich, dass man einfach mal einen Einblick bekommt, wie es ist, hinter der Kamera zu stehen. Und das war einfach so, das ist so das Geilste für mich, diese Lebenserfahrung, die ich da mitgenommen habe. Natürlich auch die ganzen Leute, die man da kennenlernt, weil das halt echt eine große Abteilung ist und wie viel Arbeit echt dahinter steckt, dass da macht sich kein Außenstehender ein Bild von, wie viele Leute daran hängen, wie viele Leute sich Mühe geben. Das ist unfassbar und es ist einfach unfassbar geil, was dann immer am Ende raus wird. Ob es ein stressiger Tag ist oder ob es ein relativ ruhiger Tag ist. Wir haben immer das Beste rausgeholt. Und dann die Leute danach, die dann noch die Szenen zusammengeschnitten haben und Musik drunter gelegt haben, haben es dann noch mehr aufgewertet. Und dann das fertige Produkt hinterher zu sehen, das war einfach immer Wahnsinn. Das ist immer ein Highlight gewesen und das ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Und das war, glaube ich, so echt das Geilste, so was ich da überhaupt erleben konnte. Ob ich es vermisse, vor der Kamera zu stehen? Nein, so nicht, weil ich mich einfach so ein bisschen aus der Medienbranche selbst zurückziehen möchte, damit ich mein Privatleben so ein bisschen mehr aufbauen und strukturieren kann. Und deswegen, nein, leider nein.
Ich war ja auf Weltreise, wo ich überall war und was mein persönliches Highlight war. Ich war mit meiner Freundin, jetzigen Verlobten, unterwegs. Wir waren erst in Thailand, dann Australien, dann Indonesien und dann Sri Lanka. Ist jetzt vielleicht nicht eine riesengroße Weltreise, aber es war halt trotzdem sehr, sehr geil. Es war unfassbar, also es gibt eigentlich so viele Highlights für einen persönlich. Keine Ahnung, was war das? Das Allergrößte war natürlich, dass ich meine Freundin einen Antrag gemacht habe und sie ja gesagt hat, in der glücklichsten Buch Australiens. Das war halt unfassbar, das war so das größte Highlight. Dann gab es noch ein paar Highlights mit dem Auto. Wir waren mitten im Outback unterwegs und man kann sich das gar nicht vorstellen, ringsrum nur Steppe und da war überhaupt gar nichts. Mehrere hundert Kilometer, nichts und die Karre wäre uns beinahe komplett verreckt. Und wir konnten hinterher nur noch 60 fahren und sind dann so die letzten 130 Kilometer mit 60 durch die Wüste sozusagen gekrochen und sind dann irgendwo in einen kleinen Kaff angekommen. Das war unfassbar und wir dachten echt, wir kommen da nie wieder weg. Das war schon witzig, ja. Und sonst, also gibt noch viel, viel mehr, aber das kann ich jetzt alles gar nicht so erzählen.